Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stardew Valley. Ja, was soll ich sagen? Am Ende der letzten Folge fand die Hochzeit statt, also nach der Auflistung, was wir so verdient haben. Und eigentlich war ich der Meinung, dass die Hochzeit zum nächsten Tag dazugehört. Ich hatte die Aufnahme kurz unterbrochen und wollte dann mit Neuladen des Spielstandes eigentlich, dass sich die Szene nochmal wiederholt, hier wo wir Penny heiraten. Leider ist das nicht der Fall, aber ihr seht, sie wohnt jetzt mit uns zusammen und hat hier einen kleinen Bereich, wo sie ihre Bücher hat. Sie liest da sehr gerne. Ja, es tut mir sehr leid, dass wir jetzt hier die Hochzeit nicht miterlebt haben. Die fand auf dem Dorfplatz statt und wir hatten tatsächlich sogar einen Anzug an. Das scheint dann automatisch zu passieren. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwo nochmal nachvollziehen kann. Schade, also wir können das leider nicht nochmal hinterher nachschauen, wie das abgelaufen ist. Das wäre jetzt schön gewesen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine Ehefrau, zwar Penny. Wir können jetzt 14 Herzen komplett haben. Das heißt, wir können hier wieder ordentlich Geschenke machen und ja, ihr ein bisschen Honig um den Mund schmieren, damit sie uns hilft auf dem Hof, damit sie nett bleibt mit uns. Danke, das sieht nett aus, sagt sie. Ah, der Frühjahrsputz, irgendwie freue ich mich darauf. Ja Leute, also viel hat sich hier nicht verändert, außer dass wir halt einen kleinen Raum dazu bekommen haben. Thomas, wie geht es dir? Ich habe ein paar Anweisungen für eines meiner Lieblingsfischgerichte beigelegt, Fischtaco. An Thomas, ich habe letztens eine Feldstudie durchgeführt und dieses Exemplar entdeckt. Ich hoffe, du findest es genauso interessant wie ich, Demetrius. Hallo Thomas, ich würde gerne meinen Ehemann mit einem Geschenk überraschen. Er ist ein großer Fan von Lauch, könntest du mir einen bringen? Aber natürlich, Evelyn. Das trifft sich doch recht gut sogar. Lauch haben wir nämlich genug. Und hier wächst schon wieder ein bisschen Gras. So, die Bäume hier unten wachsen auch mehr schlecht als recht. Oh, auch ganz schön lange. Da unten sind zweimal, ich glaube, Pastinaken sind fertig geworden. So, unser Hühnerstall wird verbessert. Das heißt, da werden bald automatisch die Tiere gefüttert, zumindest in dem einen hier. Ach, guck mal, hier sind auch wieder einige fertig. Ein paar Kartoffeln. Ja, eigentlich könnten wir dann die restlichen Saats auch noch dort aussehen.
schmeißen wir erstmal die ganzen Sachen jetzt hier rein. Meerrettich behalten wir. Gewürzbeere behalten wir auch mal. Ja, hier. Ach, guck mal, da haben wir sogar noch mehr Qualitätsdünger. Ja, dann, wenn wir noch ein bisschen mehr haben, ein paar mehr Felder als 17 übrig haben, dann pflanzen wir da halt einfach nochmal einen Grünkohl an. Das wird dann ja auch relativ schnell abgeerntet. Hätten wir schon viel früher machen müssen. So, ihr könnt übrigens eure Gießkanne wieder auffüllen. Solltet ihr mal Wasser brauchen. Hier im Gewächshaus. Seitdem die Ziegen hier drin sind, läuft alles ein bisschen drunter und drüber. Okay, also, da kann noch mal eine rein, die kann rein. Ja, und dann packen wir doch hier mal die Ziegenmilch rein. Sehen wir mal, was passiert. So, was brauchen wir hier noch? Ein goldenes, kleines, braunes. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Ja, eigentlich können wir noch mehr Mayonnaise-Verarbeitung hier unten hinstellen. Damit wir die anderen Eier auch noch verarbeiten können. Achso, Enten sollten wir vielleicht auch noch mal vorbeischauen. Ach Mensch. So, da ist Robin. Die ist hier fleißig. So, haben wir hier unten wieder Bäume zu fällen? Ich guck mal kurz. Nö, tatsächlich nicht. Hier ist einer, zwei. So, was können wir alles ablegen? Das. Ja, Rest verkaufen wir. Hier haben wir Entenmayonnaise. Yay. Die können wir aber aufbewahren. Die packen wir dann nächsten Tag nochmal in die Kiste. Die wollen wir auch aufbewahren. Und erstmal sammeln, bis wir 5 voll haben. Wer weiß, ob nicht mal jemand sowas haben möchte.
Können ja Enteneier auch mal verkaufen. Gucken, was die bringen. Gut, Leute. So läuft das. Gerade mal überlegen, wo wir denn mal vorbeischauen können jetzt. Ein bisschen Hartholz brauchen wir, glaube ich, noch. Wie sieht es denn hier mit den Bäumen eigentlich aus? Ja, die sind platziert, wachsen aber nur so lala. Die Büsche tragen langsam wieder Früchte. Dann können wir mal ein paar Früchte sammeln. Lachsbeeren, um genau zu sein. Die haben auch noch die höchste Qualität. Das lohnt sich dann vielleicht sogar mal, die zu verkaufen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall finden wir hier eine ganze Menge. Erstmal schauen wir noch mal im Wald vorbei. Ach, guck mal, hier haben wir nämlich auch noch ein paar Büsche. Dann nehmen wir die auch direkt noch mal mit. Hier sind auch so ein paar versteckte. Das lohnt sich doch richtig hier, der Gang in den Wald. Die Lachsbeeren sind leider immer nicht so viel wert, aber ich bin mal gespannt, was hier die höchste Stufe bringt. Und dafür, dass wir das alles umsonst kriegen und nicht mal Arbeit damit hatten, lediglich das Sammeln hier. Schon wieder ganz schön spät. Ah, ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir jetzt hier zu Fuß weitergehen. Noch ein Meerrettich. Und ein Löwenzahn. Ja, zu Evelyn sollen wir eigentlich den Lauch nochmal vorbeibringen. Das können wir aber auch nächsten Tag machen. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Da finde ich das jetzt gerade mal ein bisschen cooler, hier so ein paar Lachsbeeren zu sammeln. So, es wird auch schon wieder spät, Leute. 20 Uhr haben wir es. Da unten in der Ecke ist noch eine. Wollen wir auch nicht vergessen, da ist auch noch einer. Ja, immer so ab Mitte des Monats, hier im Frühling, hat man dann die Möglichkeit, die Büsche zu plündern.
Vor allen Dingen erhöhen wir ja auch unseren Sammelskill dadurch, auch wenn wir den hier schon auf 10 gebracht haben. Für uns bringt das jetzt nicht mehr so viel, aber soll ich gesagt, so kommt er natürlich auch ganz gut an Erfahrung. Hier der alte Hutverkäufer. Alles beim Alten. Also wenn das jetzt ist, hier schon 171, bin ich echt gespannt, was sie bringen. So Leute, ich glaube, wir müssen erstmal nach Hause. Das hat jetzt erstmal wieder gereicht für heute. Heu abgrasen. Ja, Meerrettich lassen wir hier unten wieder und Gewürzbeere könnten wir hier noch mal reinpacken. So, Rest verkaufen wir. 177 Lachsbeeren hier. Bin ich mal gespannt, was die bringen. Achso, Frühlingszwiebeln können wir auch verkaufen. Ja, jetzt haben wir gerade nichts hier. Gut, so viel Zeit muss sein. Aus einer Weintraube. Dann holen wir uns wieder eine. Gut, Nächstle. Sammeln. Okay, 2000. Aber bei 177 gerade mal 11 Gold bekommen wir da. Ist jetzt nicht so viel, aber ja, insgesamt haben wir 7000 gemacht. Ist in Ordnung, würde ich sagen. So, ich weiß nicht, ob sie den Löwenzahn mochte. Gucken wir mal. Danke dir, das sieht speziell aus. Ich muss heute in die Stadt, arbeite nicht zu hart und esse gut zu Mittag. Das machen wir. Wieder alles. Haben wir die beiden jetzt gegossen gerade? Kurzzeitgedächtnis. Wenn nicht, dann jetzt. So, wir legen hier nochmal die Kaffeebohnen rein. Da werden wir uns mal schönen Kaffee draus machen. Mark Harvey übrigens auch ganz gerne als Geschenk. Der Doktor der Stadt. Hier gar nichts zu suchen. Der ist wohl gewachsen. Ja, ich weiß nicht, Leute. Wollen wir die mal rauslassen? Sieht doch langsam so aus, als wenn sie hier genügend Platz haben. Ah.
Okay, keine von denen hat irgendwie Milch. Schade. So, trotzdem legen wir natürlich hier das Futter hin. Falls draußen nicht genug sein sollte oder was auch immer. Dann haben wir hier nochmal Puffer. Entenmayonnaise, genau, die kommt nach unten. Hier haben wir den Ziegenkäse, den lassen wir auch hier. Und den Rest verkaufen wir. So, da kommen sie langsam raus. So, eigentlich würde ich noch ganz gerne mehr dieser Mayonnaise-Dinger haben. Da. Steine, Erdkristalle und Kupferbarren. Sollten wir doch alles da haben. Erdkristalle haben wir bestimmt drin, ne? So, Kupferbarren, was war das noch? Steine. Erdkristalle. Wir gucken mal. Ja, genau 4, das passt ja. Was fehlt uns? Holz. Holen wir uns gleich. So, was können wir denn da mal reinpacken? Aber auch gerade nichts im Inventar, glaube ich, was da reinpasst. So, Rest kann hier wieder rein. Können wir Erdbeergelee machen. So, dann haben wir hier auf jeden Fall Platz für all diese Eier. Wäre halt schade, wenn wir die immer nur so verkaufen, ohne dass Mayonnaise bei rauskommt. Das bringt uns ja noch mal ein bisschen mehr Geld. Wir versuchen das Ganze immer so ein bisschen zu optimieren. So. Und dann machen wir hier mit den Enten mal weiter. Guck mal, hier haben wir jetzt das automatische Futtersystem. Ganz wie von selbst erscheint hier dann das Futter. Und dann können wir zu Mani mal runter. Und direkt mal gucken, ob wir uns jetzt Hasen kaufen können. Wieder nicht da. Es ist 11 Uhr. Ich meine, wo ist sie? Platz. So, wir bringen Evelyn mal den Lauch. Das kann weg, das kann weg. Der Käse kann weg. Ja, ein Entenei bewahren wir uns auf. Entenmayonnaise haben wir jetzt ganz vergessen wieder abzulegen. Ja. Gut, dann mal los.
So, wir nehmen wieder so viel mit, wie es geht hier, wenn wir schon mal auf der Ecke sind. Warum verschenken? Löwenzahn haben wir so viel. Ja, wir gucken mal bei Pierre im Laden vorbei. Wer da so alles rumturnt. Brauche Kartoffel für mein neues Projekt. Nehmen wir. Eine Kartoffel haben wir auf jeden Fall übrig. So, bitteschön. Das ist ziemlich nett von dir, danke. Ich erledige all meine Einkäufe hier. Ich bin froh, dich zu sehen. Ich wollte mich etwas ablenken. Wie läuft denn Tag so? Manchmal gibt es neue Gegenstände im Sortiment, also schaue ich nun wieder mal vorbei. Es ist eine Menge Arbeit, einen Laden zu führen. So. Und das ist wirklich nett von dir. Ich mag das. Sehr gut. Ich glaube, Mani mochte das noch. Danke dir, das sieht nett aus. Mani lächelt dich durch den Schleier aus Schweiß an. Gar nicht, ob sie das mochte hier. Nein, 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 nein. Okay. Ja, alles gut. Wollen wir sie nämlich nicht weiter stören hier beim Sport. So, was hattest du denn hier noch so im Angebot? Gucken noch mal. Qualitätsdünger 150. Geht eigentlich. Also können wir noch mal ausgeben für unser Gewächshaus vielleicht. Demnächst mal. Wächst im Sommer, trägt im Sommer Früchte. Es ist ziemlich teuer, Leute, aber ich hoffe, das lohnt sich dann auch. So, einmal Lauch wollten wir nochmal vorbeibringen. Für Evelyn. Die ist gar nicht da. Egal, dann geben wir ihn einmal ein. Das habe ich am liebsten. Danke dir. Wir haben ja genug davon. Und dann gleich nochmal einen für Evelyn. Die ist meistens genau hier unten bei den Blumen. Und den hier schon geplündert? Nö. Oh, danke dir recht herzlich. Dieses Lauch sieht lecker aus. George wird so glücklich darüber sein. Er liebt es, wenn ich Eier mit Lauch zum Frühstück mache. Wie nett, danke dir. Es ist nett von dir, George, und mich zu besuchen. Ohne junge Leute um uns herum würden wir viel schneller altern. Hier, Löwenzahn für dich. Das ist nett von dir. Der Familie wird das gefallen. Die Dinge haben sich nicht wirklich verändert, seit ich weg war. Außer der Tatsache, dass du hier bist. So, einmal noch mal in der Kanalisation vorbeischauen. Dann können wir ihn noch mal beschenken hier mit wilden Meerrettich. Das ist ein fantastisches Geschenk. Für meine Leute ist es eine große Ehre, so etwas zu erhalten. Ich bin zu empfindlich, um bei Sonnenlicht nach draußen zu gehen. Die Bedingungen hier sind perfekt für mich. Lust, etwas zu kaufen? Ja, lass doch mal sehen, was du hast. Eine Omnigeode. Kaufen wir mal. Können wir aufbrechen lassen. Wer weiß, was da so drin ist. Dann sollen wir uns jetzt aber auch auf den Weg machen. Zu Clint. Der macht nämlich gleich zu. Mal sehen, ob wir das noch schaffen. So viel Zeit haben wir. Moin Clint, alte Hütte. Brech mir doch einmal die Geode hier auf. Ein Tigerauge. Geil, ich glaube, das haben wir noch nicht. Schnell nochmal im Museum vorbeigeschaut. Penny kümmert sich hier unten wieder um die Kinder. Sehr schön, haben wir noch nicht. Oh, leider keine neue Belohnung. Ein Baguette.
Ja, schauen wir noch mal am Strand unten vorbei, um dort noch mal vielleicht das ein oder andere zu plündern. Wir noch mal so ein paar Lachsbeeren mitnehmen können. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, die zu behalten und irgendwie zu verarbeiten, als sie so zu verkaufen. Ich meine, für 171 oder was das waren, knapp 2000 Gold zu bekommen, ist jetzt nicht so die. Ja, ist nicht so das Wahre. So, und ich würde mich dann gerne oben noch mal am See umschauen, was wir da so haben. Was wir denn hier noch so jetzt. Ja, und die beiden Bäume müssen wir noch platzieren. Die vier vor allen Dingen. Da gucken wir noch mal. Ja, machen wir das sonst jetzt mal. Können wir noch mal zum Hof rennen. So, gut, dass wir hier die Türen haben, dann kommen wir einmal runter. Und jetzt ist die Frage, welche wir zuerst platziert hatten. Ich meine, das waren die Orangen, dann die Pfirsiche. Ich hoffe, das reicht am Platz aus. Gut, Leute, lasst uns nochmal die restlichen Sachen dann verstauen und dann war es das erstmal für diesen Tag wieder. So, was können wir denn hier nochmal loswerden? Eigentlich nur den Lehm. Achso, und hier den Harz. Okay. Und die ganzen anderen Sachen können wir mal verkaufen hier. Komm, die Lachsbeeren verkaufen wir jetzt auch. Was soll's? Kiefern und das Brot verkaufen wir auch mal. Gut, Leute, ich würde sagen, wir legen uns mal schlafen, schauen, was der Tag gebracht hat. Wir haben wieder ordentlich Geld ausgegeben, aber es ist ja für einen weiteren Zweck. Und ja, da sehen wir es schon. Es war jetzt nicht so erfolgreich, 4600. Gut, Leute, da würde ich mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin.